Und jetzt guckt euch das bitte mal an. Das ist gelasert auf Metall. Ja, wie ihr gesehen habt, ist das der Laser Pika oder Laser Pekka 3 und ja, beim Aufbau muss man nicht wirklich von irgendwie von Aufbau sprechen, sondern das ganze Ding ist innerhalb von 5 Minuten komplett, selbst als der größte Vollhonk, aufgebaut. Also einfacher geht es irgendwie nicht. Und das beantwortet dann wahrscheinlich auch die meistgestellte Frage unter meinen Laservideos. Kann dieser Laser Metall? Ja, kann er. Und das kann er sogar arschgeil. Und damit wird ein wahr gewordener Feuchttraum endlich wahr. Man kann endlich Messer und alles andere an Metall komplett lasern, so wie man es denn gerne hätte. Aber ich gebe euch mal einen Einblick, was dieser Laser denn alles nun kann und was er alles nun nicht kann. Wie man nun gesehen hat, ist die Baugröße von diesem Ding sehr, sehr klein. Und hier oben, das ist nicht irgendwie eine fancy Abteilung, sondern das ist wirklich ein Griff. Das heißt, ich kann das Ding überall mit hinnehmen und kann überall lasern, also wo ich halt Bock habe. Und wenn man sich jetzt das Ding anguckt, das ist mein 80 Watt CO2 Laser, den nimmst du nicht wirklich mit. Vor allen Dingen, weil der eine Wasserkühlung noch mit dran hat, eine Lüftung dran hat und. Und das Ding, den kannst du dir gefühlt in die Hosentasche stecken und kannst den überall auspacken und damit lasern, was das Herz begehrt. Und so habe ich dann einfach mal den Türknauf von meiner Werkstatttür gelasert. Und warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil ich es kann. So habe ich dann den Griff einfach abgeschraubt und habe ihn unter den Laser gelegt und habe den dann einfach mal mit meinem Wunschmuster einfach versehen. Dabei hätte ich das gar nicht alles machen müssen. Ich habe nämlich dann wieder viel zu kompliziert gedacht, denn dieser tolle Laser Pekka 3 kann auch verstellt werden. Das heißt, ich hätte ihn nur irgendwo draufstellen müssen und hätte den Laser rein theoretisch auch so lasern lassen können. Das heißt, ohne Abmontieren hätte ich den Türknopf so komplett lasern lassen können. Also ein Riesenvorteil, was die Mobilität betrifft. Wie ich eingangs schon sagte, man kann das Ding überall mit hinnehmen und gefühlt alles belasern. Aber lass uns doch nochmal über die Qualität sprechen. Ich wollte gerade sagen Druckqualität, aber nee, es ist Laserqualität. Aber wir reden hier von einer Qualität, die ich auf Metall bringe, die einem Drucker eigentlich schon gleichkommt. Ich habe hier einfach mal ein Bild unseres Oldtimers genommen und habe dann mal gelasert. Und zwar oben sieht man jetzt in 1K gelasert und darunter steht Not Inverted. Das heißt, wenn ich auf Schwarz laser, das hier sind so ganz stinknormale schwarze Visitenkarten aus Aluminium. Und da muss man die Farben inventieren, also sprich als negativ lasern. So, das hatte gedauert 3 Minuten. So, dann habe ich das Ganze invertiert, also sprich ne, negativ, habe das Ganze in 2K gelasert und das hat 15 Minuten gedauert. Aber jetzt, Alter, jetzt ohne Witz, die Kamera kann das nicht mal einfangen. Wie geil ist denn bitte diese Qualität? Ey, das ist auf Aluminium gelasert, also mein Gehirn ist gerade sowas von gesprengt. Die Qualität und auch die Klarheit. Unfucking unfassbar mega geile Qualität. Und da habe ich gedacht, hör mal, kannst du das noch toppen? Und von 2K auf 4K erhöht. Das hat dann anstatt 15 Minuten 62 Minuten gedauert. Also das Dreifache an Zeit fast oder das Vierfache sogar. Leider nein, dann ist es nur überbelichtet. Das heißt, die Qualitätsstufe muss nicht immer unbedingt, also wenn es höher wird, nicht unbedingt besser werden. In dieser Qualitätsstufe ist es schon pornös. Gleiches gilt natürlich auch für Schnappschüsse, denn ich habe mir gedacht, so ein super toll hochauflösendes Foto, das habe ich mit einer super Kamera geknipst, das kann ja jeder. Was ist denn, wenn ich random mit dem Handy einfach mal ein Foto von mir knipse? Hier seht ihr es in Original, naja, Qualität, normales Handyfoto halt eben. Und wenn ich das dann einfach mal in den Laser oder in die Laser-Software reinschmeiße, was kommt denn dann dabei raus? Kann ich euch auch zeigen. Einmal habe ich das auch wieder in 1K gelasert. Das hat, ohne Witz, dieses Foto hat 54 Sekunden gedauert, dieses Foto auf ein Aluminiumteil zu lasern. Allerdings, ihr seht es selber, nicht gerade super belichtet, also ein bisschen wenig. Und deswegen habe ich mir diese 2K-Variante genommen. Und da seht ihr es. 20 Minuten hat es gedauert und ich habe einfach dieses Foto mal eben, das ist unfassbar, da drauf gebannt. Und der Witz dabei ist, dabei brauchst du nicht mal Profi in irgendwelchen Softwaren zu sein. Nein, Laser Pekka 3 gibt eine sehr gute Handy-App damit bei.
da ist es schon fast ausgeschlossen, irgendwelche großartigen Fehler zu machen, weil man es im Vorhinein schon sieht und auch selbst die Bedienung ist mehr als kinderleicht. Es gibt auch eine Desktop-Software, die fand ich jetzt allerdings nicht ganz so prickelnd, aber da kommen wir gleich später zu noch. Aber die Handy-App, die war super einfach zu bedienen und wie gesagt, kriegt jeder 10-Jährige, kriegt das hin, damit diesen Laser zu bedienen. Und apropos 10-Jähriger, jetzt sind wir mal in der Gefahrenabteilung, denn die ist nicht ganz unwichtig. Während der Laserpacker 1 und 2 noch so ein schönes Häubchen hatten, also sprich eine Laser, ich nenne ihn jetzt mal Schutzschirm, der hier wie so ein Trichter hier raus, nicht geflossen ist, aber hier drunter steckbar war, haben die beim Laserpacker 3 damit drauf komplett verzichtet. Es gibt mittlerweile jetzt auch schon einen Laserpacker 4, da komme ich gleich zu, aber bleiben wir erstmal beim 3er. Beim 3er gibt es nur eine schnöde Laserbrille. Die ist auch gut, die macht auch das, was sie soll und die funktioniert auch. Nicht zu verwechseln, wir haben hier einen Infrarotlaser. Das ist ein CO2-Laser und ich habe auch noch irgendwo Diodenlaser und die haben alle unterschiedliche Wellenlängen und deswegen muss man auch unterschiedliche Sicherheitsmaßnahmen begreifen. Das heißt, bei diesem Infrarotlaser braucht man diese Wellenlänge, also nicht jetzt, dass die Farbe ausschlaggebend wäre, aber ich habe hier zum Beispiel für einen Diodenlaser, habe ich hier eine, die ist jetzt wie gesagt einfach nur zufällig grün, aber die ist für einen Diodenlaser, die hat eine andere Wellenlänge, die kannst du so nicht benutzen. Und für den CO2-Laser, das ist meine Schutzbrille, die brauche ich nicht, die habe ich hier drin. Sekunde, und so sieht die Schutzbrille aus, die für den CO2-Laser ist. Denn wem es noch nicht bewusst ist, ein Laser ist kein Spielzeug und sollte natürlich nicht in die Kinderhände gelangen. Und auch alle, die sich im Umkreis von diesem Laser befinden, solange das Ganze nicht wie mit einem Gehäuse hier beim CO2-Laser geschützt ist, sollten die alle eine Brille tragen oder zumindest mindestens 10 Meter Abstand halten, damit das also keine Gefahren gibt. Wie gesagt, mit Laserbrille alles easy peasy, aber ohne, wie gesagt, kannst du dir schneller das Augenlicht verlieren, wie du gucken kannst. Gerade, wenn man auf etwas reflektierendem lasert, wo dann ein Laserstrahl mal abgeleitet werden oder umgelenkt werden könnte, aus Versehen, was ich, eine Schere, ein Messer, etwas, was glänzt halt eben. Und das kann sehr gefährlich sein. Und wie gesagt, das ist dann der große Vor- und auch Nachteil. Das heißt, ich habe einerseits einen Laser, der super mobil ist. Das heißt, ich kann also draußen, was ich, eine Autofelge, eine Motorradfelge, einen Kotflügel, ich könnte einen Spiegel Außenglas, ich könnte von einem Gartentor einen Griff oder so lasern. Aber dann sollte man echt zusehen, dass halt eben keiner in der Nähe ist oder sich ein entsprechendes Gehäuse drumherum bauen oder eine Schutzabschirmung. Also ich würde bei diesem Laser auf jeden Fall noch zusehen, dass ich mir ein Gehäuse baue. Da gibt es so diverse Plastikscheiben, die man auch im Baumarkt kaufen kann. Wie gesagt, es kommt darauf an, welche Wellenlänge die ganzen Dinge haben. Wie gesagt, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Aufpassen, wer mit Lasern hantiert. Und das ist egal, ob das riesengroß CO2, Infrarot oder Diodenlaser ist. Die habe ich hier oben irgendwo versteckt. Kommen wir direkt zur nächsten Abteilung. Wie ihr seht, kann dieses Ding auch Plastik, also nicht nur Metall in jeglicher Form, sondern auch Plastiklasern. Und hier habe ich ein Ladegerät, ich glaube, das ist von meinem Pixel oder so, und habe das dann auch einmal just for fun, also wie gesagt, out of the box mit so einem Muster, was ich, also jetzt da steht so eine Yes-Sprechblase, die in der App auch mit dabei ist, habe ich das mal probiert zu lasern und habe auch hier verschiedene Qualitätsstufen eingestellt. Einmal jetzt hier, wie man sieht, 2K und einmal 1K. Und 1K reicht auch völlig aus und man kann es auch fühlen, also ist richtig schön drin. Und 2K ist zwar tiefer drin gefühlt, aber ihr seht, da sind auch so ein paar Fehler, würde ich jetzt mal sagen, die da, ich weiß nicht, laserbedingt sind oder halt temperaturbedingt. Also ihr seht, es muss nicht immer schneller sein, also schneller kann auch besser sein. Man kann mit einer höheren Auflösung nicht unbedingt ein besseres Ergebnis erzielen. Hier ist es ein bisschen heller, da ist es ein bisschen dunkler. Und das bringt uns dann schon zu dem passenden Punkt. Wer braucht denn zum Geier so ein Ding und was kann man damit alles anstellen und was kann man damit alles nicht anstellen? Ein gutes Beispiel ist, ihr könnt alles an Werkzeugen, also sprich Schraubenschlüssel oder wie in diesem Fall hier, ich kriege es gar nicht scharf drauf, mal eben mal wegnehmen, kriege ich es scharf drauf hier. Diese Messerklinge hier zum Beispiel kann man damit schön lasern, also sämtliche Messerklingen. Ihr könnt, wie gesagt, rein theoretisch auch hier alles an Schraubenschlüssel und Co. kann damit gemacht werden oder irgendwelche Werkstücke. Das ist sehr toll zum Markieren von irgendwelchen Sachen oder zum Beschriften, wenn man es denn braucht oder will oder so. Was ich zum Beispiel auch gesehen hatte, ist, wenn man ein Hotel hat oder ein Airbnb zum Beispiel, dann könnte man rein theoretisch auch Schlüssel mit Nummern versehen. Oder ich habe einen gesehen, das war, glaube ich, ein amerikanischer Typ, der hatte QR-Codes auf den Schlüssel drauf. Denn der Vorteil war, wenn man jetzt auf den Schlüssel schreibt, Haustür, am besten noch mit Adresse, dann weiß der Einbrecher, ich muss den Schlüssel nehmen. Natürlich nicht.
Das heißt, wenn man dann einen QR-Code drauf macht und den dann halt scannen kann, also wie gesagt, mit einem Handyscanner oder einem externen Scanner, was ich, wenn man jetzt ein großes Hotel hat, dann ist es total geil, wenn man einen Schlüssel verloren hat, also als Hotelgast zum Beispiel oder Airbnb-Gast. Und ein anderer, der den findet, der weiß dann nicht, welches Zimmer es ist. Und das heißt, dann kann man nur anhand des QR-Codes rausfallen. Ne? Wie gesagt, ihr seht hier, genmäßig geht da richtig die Luzi ab. Andererseits kann man natürlich auch, oder könnte man jetzt hier Vorhängeschlösser, habe ich jetzt nicht gelasert, aber Vorhängeschlösser gehen. Man könnte sämtliches an Werkzeug hier wie so ein Hammer oder so lasern. Also die Möglichkeiten, gerade was diesen Metallbereich betrifft, ich glaube, bei euch fängt es gerade an zu rattern, was damit alles möglich ist. Sämtliche Alu, komme ich gleich noch, und Edelstahl kommt da auch noch zu. Etwas, was dieser Laser nicht kann, was zum Beispiel mein CO2-Laser hervorragend kann, ist Holz. Habe ich mal getestet. Nein, kann er nicht. Also ihr seht, naja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Holz-K in 4K gelasert, da passiert gar nichts. Warum passiert da nichts? Ganz einfach, weil die Wellenlänge nicht stimmt für das Material. Deswegen hat CO2-Laser eine andere Wellenlänge und deswegen kann da Holz auch super mit gelasert werden. Springen wir aber mal zurück in Richtung Aluminium und Edelstahl. Ich habe hier einmal Aluminium, also eine ganz normale Aluminiumplatte, wie gesagt, das ist reines Aluminium gelasert. 100% ist die Stärke des Lasers und 1% ist die, ich sage jetzt einfach mal, Tiefe, die reingelasert wird. Also letzten Endes, wenn man 15% hat, dann ist der Laser einfach nur langsamer und lasert logischerweise, da er langsam ist, weiter tief rein und deswegen ist es tiefer. Also 100% ist immer die maximale Leistung, die angegeben ist, die der Laser ausspucken soll. Geht natürlich auch 80, 70, 60, aber ich habe dieses in diesem Fall alles mit 100 gelasert und hier seht ihr die Tiefen. Und dann sieht man auch die Unterschiede. Ich hoffe, das blendet nicht ganz so sehr. Was das ausmacht. Also man muss dann hier gucken, sich rantasten, welches einem am besten gefällt. Wie gesagt, rein zu markieren reicht also das schon aus mit 1%. Und es dauert lächerliche 50 Sekunden, 1 Minute 20, 3 Minuten 23 und 4 Minuten 46, um das Ganze hier auf Aluminium zu bannen. Ich kann noch mal eben hier den CO2-Laser als Referenz nehmen, wegen der Tiefe, damit ihr das nochmal ein bisschen besser versteht. Ihr seht zum Beispiel, dass es dann hier heller ist. Es ist dann nicht so ganz so tief reingelasert, während es hier bei diesem hier zum Beispiel richtig, richtig tief schon drin ist. Also ihr versteht, wohin die Reise geht, wenn man von prozentual Tiefe spricht. Also der Laser lasert dann einfach nur langsamer in den Millimetern und deswegen dauert es dann halt eben auch länger. Kommen wir mal zur Abteilung Edelstahl. Das Größte, was ich hier gelasert habe oder lasern konnte auf Edelstahl, also zumindest auf dieser Arbeitsfläche, ist dieses Ding hier. Ihr seht wieder 100% Leistung, 5% Tiefe und das Ganze hat 18 Minuten und 16 Sekunden gedauert. Wir messen einmal, wie gesagt, das war so das Größte, was ich bis jetzt dem Laser entlocken konnte. Das hat hier so eine Breite von ja, 45, würde ich sagen, und eine Höhe von, was haben wir denn so, 70, 72. Also das ist so das Größte, was man lasern kann. Wie gesagt, das ist hier eine Edelstahlplatte, die hat hier, was hatten die? Ich glaube Millimeter, ne, etwas unter, oder? Ne, ist ein Millimeter. Also hier, das ist hier, da kannst du kratzen wie Weltmeister, das ist richtig fest drin. Also das ist auch sehr, sehr langlebig. Also das sagt, das ist so nur als Anhaltungspunkt. Ich lege mal hier das Ding drauf. Also das ist so das maximal Größte, was man so mit dem Ding lasern kann. Wie gesagt, das ist so leider, naja, Vor- wie auch Nachteil kann man so oder so sehen. Dann habe ich hier das Ganze nochmal eben von dieser Alu-Schicht hier übernommen. Auch jeweils wieder 100%. Und dann habe ich 5%, 10% und 15%. Und ihr seht halt eben, wie das Ganze dunkler wird. Wie gesagt, es reicht also auch das. Ne? Ist alles fest, alles super, alles Bombe. Und man fühlt jetzt hier auch nur minimal, wie gesagt, das kann man nur gerade fühlen, wie tief es ist. Hier verändert sich einfach nur die Farbe und es wird dann ja halt eben ein bisschen dunkler. Und dann seht ihr halt nochmal die Zeiten. Wie gesagt, das ist alles in 4K gelasert. Knapp 2 Minuten, 3,5 Minuten und knapp 5 Minuten. Also je nachdem, was man will und welchen gewünschten Bräunungsgrad man haben möchte. Wer also Metalle aller Art, also wie gesagt, auch Edelmetalle wie Gold, Kupfer, Silber und sowas alles, belasern, beschriften möchte, der ist mit dem Laserpacker 3 bestens bedient. Wer zum Beispiel Messer belasern will, also sprich nicht nur die Klingen, sondern zum Beispiel auch die
Messergriffe und die aus Holz sind oder auch aus Plastik, dann solltet ihr zum Laserpecker 4 greifen, denn dieser hat 2 Module drin. Der Laserpecker 3 hat nur ein Infrarotmodul drin. Das heißt, das ist bestens für alle Metallarten aller Art und halt in Plastik auch, wie gesagt, geeignet. Wer allerdings noch Holz machen möchte, der sollte auf den Laserpecker 4 ausweichen, denn der hat 2 Module drin. Einmal das Infrarotmodul für Metall und einmal einen Diodenlaser drin für diese ganzen Holzgeschichten. Und das bringt uns nämlich jetzt zu dem Part, ich würde jetzt nicht mal sagen Nachteile, sondern Nachteile und Vorteile, die mir im Laufe dieser ganzen Tests und Übungen aufgefallen sind. Fangen wir mal mit der Größe an, die maximal zu lasern gelingt auf diesem Gerät. Die beträgt ungefähr, wie gesagt, ich habe die genauen Daten nicht im Kopf, aber ihr seht es hier an dem Kopf, 71 mm mal 45 mm. Diese Aluminium-Visitenkarten hier, die haben ein Maß von 81 mal 45 und ich habe es weder mit der Handy-App noch irgendwie mit der Desktop-App geschafft, diese Bilder formatfüllend, also sprich, dass diese ganze Karte gelasert ist. Das ist sowieso ein 4:3 Format und kein 16:9. Ihr seht aber selbst hier ein Handy-Video, ein Handy-Bild habe ich nicht geschafft, komplett formatfüllend da drauf zu machen. Da sagt, das sollte man bedenken, denn wenn man sich den CO2-Laser anhört, ansieht, der hat eine Laserfläche von 500 mal 700 und das ist locker das Zehnfache von dem Ganzen. Dann kommen wir mal zum Abstand des Lasers und das Werkstück, was ihr halt eben belasern wollt oder beschriften oder markieren. Das sollte oder nicht sollte, das muss immer 130 mm oder 13 cm betragen. Der Vorteil hierbei ist, ihr habt hier, ich habe da deswegen die Schraube reingedreht, das ist so eine, wo man so Führung noch mit montieren kann da drauf, also hier so Führung, damit das alles rechtwinklig ist. Die kann man rausnehmen, die Platte, und man kann also auch Werkstücke lasern, die sich unter der Bodenplatte befinden. Beispiel wäre zum, ihr stellt das Ganze auf einen Luftfilter beim Auto und ihr wollt unten im Motorraum ein Werkstück beschriften. Dann könnt ihr diesen Laser, ja, wie ihr schon gesehen habt, hoch und runter fahren. Aber ihr müsst diese 13 cm einhalten. Das heißt, nicht mehr und auch nicht weniger. Und das sollte man beachten. Man kann aber auch diese ganze Platte komplett abschrauben und den Laser dann halt nur mit diesen Dingen woanders mit befestigen. Da kann man so ein bisschen kreativ werden. Sagt aber 130 mm bzw. 13 cm müssen nach oben oder nach unten, wie auch immer man das nennen mag, müssen eingehalten werden. Logischerweise kann man das Ding natürlich dann irgendwo draufstellen, auf einer Arbeitsplatte oder auf tiefer gelegene Ebenen. Die Smartphone-App finde ich durchaus gelungen und intuitiv zu bedienen. Also wie gesagt, jeder Vollhorst kann die bedienen. Sagt, ich kriege es halt eben teilweise mit meinen Wurstfingern nicht so toll hin, aber sagt, einfach ein Bild reinziehen oder halt eben eine Grafik auswählen oder ein Mandala oder was auch immer. Kein Problem, lässt sich auch alles easy peasy bearbeiten. Schwarz-Weiß-Modus, in Graustufen-Modus und. Super gelungen, super simpel, super einfach. Wie gesagt, kriegt jedes Kind hin und funktioniert zumindest hier auf meinem Pixel 6, also Android, einwandfrei. Die Desktop-App ist ähnlich aufgebaut, fand ich aber jetzt so ein bisschen so einigen Bereichen nicht ganz so praktisch. Ich gucke mal eben, ob ich das finde hier. Ich habe ja so viele Sachen gelasert. Moment, genau. Ich wollte dieses tolle Bild hier lasern. Das ist jetzt auch als positiv gelasert, nicht als negativ. Es passte in der Größe, aber nicht quer auf die Karte. Und da habe ich gedacht, ich drehe das Bild doch einfach da mal, damit ich es formatfüllend hinbekomme. Habe ich dann in der Desktop-Software gedreht. Was hat er gemacht? Nein, er hat einfach nur das Bild nicht gedreht, sondern es hat es einfach nur breit gezogen. Warum er das gemacht hat, das erschließt sich mir jetzt nicht. Also bei der Desktop-Software könnte man mit Sicherheit nochmal nacharbeiten. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber ich habe in dem Facebook auf der offiziellen Seite von Laserpecker schon nachgelesen, es soll demnächst eine Anbindung an Lightburn kommen. Für alle, die jetzt lasertechnisch noch neu sind, Lightburn ist so ungefähr der Goldstandard, was aktuell Lasersoftware betrifft. In Lightburn kannst du gefühlt alles machen und jeder Laserhersteller, sei es wie gesagt CO2-Diode oder auch alle anderen Infrarotlaser und Faserlaser, die funktionieren, also zumindest wenn sie denn meinen, sie wären toll, funktionieren auf jeden Fall mit Lightburn. Und mit Lightburn kannst du unfassbar viele Sachen und Parameter noch mehr einstellen. Die ist auch super intuitiv aufgebaut.
kostet allerdings auch ein Taler Geld. Liegt auch daran, was für ein Laser du hast. Die nackte Software kostet, glaube ich, ein Fuffi. Das ist jetzt so aus dem Kopf von vor Ewigkeiten her, weil ich die schon seit 2 Jahren habe. Und für einen CO2-Laser zahlst du dann irgendwie nochmal 39 Euro pro Jahr irgendwie obendrauf. Für Updates muss man aber nicht. Ich habe die seit 2 Jahren und benutze die mit einem CO2-Laser. Und wenn ich damit hinkomme, wo ich mit hinkomme, dann muss man da auch nicht upgraden. Sonst kann man sich auch immer aktuelle Updates holen und halt dann jährlich da weiterzahlen. Das ist noch sehr erwünschenswert und auch erstrebenswert, wenn das noch bei Laserpacker noch mit eingeführt wird, dann sind die Möglichkeiten noch viel, viel, viel größer. Bei anderen Laserarten kann es auch mal günstiger oder teurer werden, weil man verschiedene Lizenzen für den jeweiligen Laser braucht. Also da halt einrechnen, dass dahingehend noch etwas on top oben drauf kommt, wenn denn das Ganze demnächst Lightburn auch fähig ist. Wird mit Sicherheit auch kommen. Wie gesagt, also zumindest wenn Sie denn in der Markt bleiben wollen, werden Sie das mit Sicherheit auch durchsetzen oder beziehungsweise diese Anbindung dafür schaffen. Aber grundsätzlich, out of the box funktioniert es jetzt mit dem Handy und auch mit der Desktop-Software. Ich sage jetzt mal so semi. Oder ich habe mich einfach nur doof angestellt oder nicht noch mehr eingearbeitet, wie es denn hätte sein sollen. Es funktioniert gut, es funktioniert auch einfach. Aber da ist halt eben noch Luft nach oben. Wie gesagt, mit Lightburn ist natürlich dann... Da sind dann die Grenzen gar nicht mehr gesetzt, weil jeder, der Lightburn kennt, weiß, ja, genau, Lightburn, Lightburn, Lightburn. Und einer der Fragen, die mit Sicherheit auch auftauchen werden, kann das Ding denn auch runde Sachen lasern? Und natürlich kann er das auch. Da gibt es hier so eine Rotary-Einheit, die sich mit dem Laserpacker verbinden lässt. Und dann können runde Sachen auch gelasert, belasert, beschriftet oder markiert werden. Einziger Nachteil ist, ich hatte gerade nichts aus Aluminium oder Glas, genau, apropos Glas kann das Ding auch, die ich jetzt gerade beschriften konnte. Also das funktioniert aber, habe ich in mehreren Videos schon gesehen, einwandfrei, dass sie damit auch Flaschen, Gläser, runde Flachmänner, irgendwelche Alu-Getränke, Flaschen oder sonst was, auch alles mit belasern können. Und logischerweise auch hier schmucktechnisch Ringe und irgendwelche, was ich, wenn man Rohre hat oder sonst was. Der ganzen Sache sind ja keine Grenzen da gesetzt. Ist der Laserpacker 3 also nur der perfekte Laser für dich da draußen? Nein, ist er definitiv nicht, denn es gibt keine perfekten Laser und es gibt auch kein anderes Perfekt, sondern es kommt immer darauf an, was derjenige da draußen damit machen will. Deswegen habe ich ja jetzt unter anderem den Laserpacker 3 und ich habe auch einen CO2-Laser und ich habe auch einen Diodenlaser. Und jeder Laser hat seine Vor- und auch Nachteile. Wobei Nachteile muss man immer so sehen. Es kommt darauf an, was willst du damit machen, was willst du damit erreichen, was ist dein persönliches Endziel, was du damit erreichen willst. Und dementsprechend muss man sich dann auf den Laser halt eben einstellen. Wie gesagt, im Metallbereich, Metallbeschriftungs- und Markierungsbereich, absolut mega das Ding, richtig geil. Und die Auflösung, also ich bin so geflasht. Also wie gesagt, mein Laserdrucker oder mein Tintenstrahldrucker, der könnte es echt nicht besser oder schlechter machen. Die Auflösung hier, die ist unfassbar granatenstark und die kreativen Möglichkeiten sind auch unbegrenzt, nahezu unbegrenzt damit. Und wer sich Schmuck gravieren will oder was sagt, da ist ja Sachen von wegen, dass ihr könnt Gold damit machen, ihr könnt Schmuck, also Schmuck allgemein damit machen, man kann damit Armbänder machen, man kann damit hier solche fancy Sachen mitmachen. Es richtet sich danach erstmal, was machst du damit oder wo willst du damit hin? Willst du einen Etsy-Shop machen? Bist du eine Firma, die irgendwas markieren will, Werkzeug markieren, weil deine Mitarbeiter irgendwie das Werkzeug immer verschlüren und sich dann den Schraubenschlüssel vom Nachbarn leihen oder willst du als Firma irgendwelche Gerätschaften, hast ein Hotel, wie ich das schon sagte, mit dem Schlüssel, willst du was markieren? Wie gesagt, dafür ist so ein Gerät mega. Und die meisten, glaube ich, brauchen auch gar nicht größere Flächen zu markieren, wie sowas hier. Gerade so kleine Sachen wie Schlüssel oder so kleine Embleme hier auf Messer, die man hier so drauf lasern kann. Das sollte in den meisten Fällen eigentlich völlig ausreichen. Ich bekomme demnächst aber nochmal einen anderen Laser zu testen, der etwas mehr Fläche haben soll. Das seht ihr dann in dem nächsten Video. Ich sage aber in diesem Video erstmal, das war es für den Laserpacker 3. Den Laserpacker 4, wie gesagt, wer auch Holz lasert, sollte sich den auch da mal anschauen. Ich verpacke das mal in die Infobeschreibung oder Videobeschreibung rein. Und genau, wir sehen uns im nächsten Video locker flockig, wahrscheinlich mit irgendwas anderem wieder, aber Laser wird auf diesem Kanal mit Sicherheit ein großes Thema bleiben. Bis dahin.